Hau rein, hau rein. Okay, wir fangen an in 5, 4, 3. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buonasera. Das Tor für Italien hat damals Christian Vieri geschossen. Ja. Der hat vorher 100%ig gefoult. Wir können uns auch nochmal darüber echt eine Schlammschlacht liefern, okay, welches Essen besser ist. Aber die Pasta kommt aus China, das weißt du. Ja, aber die hat ja Marco Polo mitgebracht. Aus China. Ja, aber die Griechen haben ja Sex erfunden. Hm. Aber wir Italiener haben es mit den Frauen gemacht. Du weißt schon, dass ich der Kleinste in der Familie bin. Fuck you, Alter. Fuck you, Alter. Mann, ich krieg dich. Als ob ihr zwei Riesen seid, Alter. Du mir möchte gern 1,90 Meter. Inni! Chong! Was geht ab? Wie geht's dir? Gut. Montagabend. Weißt du, wie es ist? Ja. Immer fängt die Woche mit einem Montag an und der ist eigentlich immer scheiße. Und das Einzige, worauf ich mich immer freue, weil wir montags in der Regel drehen. Und ja, natürlich auch eine unserer Folgen launchen. Ja, genau, ja, genau. Ey, wir haben heute einen Gast da. Einen? Einen Gast Podcast haben wir da. Einen Podcast, genau, einen Podcast. Vito Vendetta. Ja, servus. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ich hätte dich so ansagen sollen, eigentlich wie so ein Ringrichter, gell? Ach Quatsch. In der alles blauen gut, Ecke. Alles gut. Ja. So, pass auf. Vito, du hast 10 Sekunden, dich vorzustellen. Die fangen jetzt an. Ich bin Vito Vendetta, ich bin aus Frankfurt-Sossenheim und bin Rapper, ehemaliger Türsteher, Boxer. Frauenheld. Ab und zu. Ja, cool, ey. Cool. Ey, vielen Dank, dass du es hergeschafft hast. Gerne. Eine richtige Ehre. Ja. Gerne. Weißt gerne, du, gerne. Weil ich kenne dich ja schon sehr lange eigentlich. Ja? Ja. Du gehst ja hier bei mir im Studio ein und aus, weil du arbeitest ja hier mit dem DJ Release auch. Du hast ja schon früher mit ihm zusammengearbeitet. Ja, schon sehr, sehr lange. Ja, genau. Und ich kenne dich noch aus sehr alten Zeiten. Wie ich ja vorhin gesagt habe, halt die Fresse und so, die ganzen Videos, ja, Homeboy und so. Das ist auch schon über 10 Jahre. Ja, das ist unglaublich lang, ja. In dem Video siehst du auch ungefähr 20 Jahre jünger aus. Echt jetzt? Nein. Ich sehe da immer noch das war aus. Jetzt nicht so schmal. Uff, Basel. 10 Jahre. Nein. Aber ey, ich kenne ja viel von dir. Also ich habe ja, früher hast du ja, ey, ganz ehrlich, also jetzt ohne zu schleimen, so, ne? Alles du warst gut. So damals ein bisschen, fand ich, deiner Zeit voraus. Dankeschön. So, wirklich krass. Dankeschön. Also die ganzen Sachen so. Wann kam, dann kam V? 2005, gell? Und dann kam V, kam 2009. 2009? 2009, ja. Genau. Okay. Ja, okay. Aber da war ein Kracher nach dem anderen. Ja. Ey, ohne Witz. Das war schon krass. Und auch danach kam halt, oder davor auch schon, kamen viele, viele coole Sachen raus. Don Vito, genau. Don Vito, genau. Wir waren meine ersten zwei Alben gegenüber Don Vito und danach das dritte Album, beziehungsweise 2009. Ja. Und dann kam V, war Vito Vendetta. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kamst du zum Rappen? Und ja, zum Rappen eigentlich, wie viele, die ich kenne, haben erstmal so mit Deutschrap überhaupt nichts anfangen können. Also ich konnte mit Deutschrap erstmal gar nichts anfangen, weil es war auch, die Zeit war noch nicht so. Ja. Der Einzige, der als Deutschrapper damals etabliert war oder auch krasse Sachen gemacht hat, das war 3P, also das war Moses Pelham. Ja, mit Rödelheim Hartreim Projekt so, das war so Street, das war einfach so ein neues Ding, wo sich auch Deutschrap gut angehört hat. Ja, vorher hat man, ich glaube, die Fanta 4 und so, aber das war halt, ja, ich Dieter sag mal, und so, ja, genau. Das war eher so ein bisschen, ja, so das Klamauk-Rap so, ja. Ja, genau. Ja. So, das, ich will es jetzt auch nicht so schlecht reden. Ja, okay. Es war halt nicht, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ja. Und es war halt natürlich der Moses, ja, und der hat es halt natürlich auf den Punkt gebracht. Das war eine geile Sache so, das konnte man sich anhören. Und dann habe ich irgendwie so Ami-Rap immer gehört und habe Ami-Rap einfach nachgeschrieben und nachgerappt. So, ja. Und so hat es angefangen. Ja, und dann kamen diese Rödelheim-Hartreim-Projekt-Sachen und so. Und dann habe ich gesagt, hey, komm auf Deutsch und so. Und dann habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Das fand ich irgendwie Schmudder. Ja, fandst du nicht gut? Ja, das kann ich nicht sagen. Das war nicht so gut, das und das. Damals hatte Rap auch nicht so viele Vorbilder, gell? In Deutsch. Richtig. Ja. Du hast UMTV Raps geguckt, das waren so krasse Sachen. Ja. Ja. Hast du auch VHS aufgenommen damals, ja. Dann hast du, weil es nachts kam, dann hast du es am nächsten Morgen dann angeguckt. Und es war so, boah, geil, weißt du, ich meine, hast dich mal drauf gefreut. Und deswegen war das immer so, das hat nicht so gepasst, dieses Deutsch, weil du immer mit diesem Ami konfrontiert warst. Ja. Ja, und dann habe ich irgendwie jemanden kennengelernt, da habe ich an der Bar gearbeitet. Ja. Und der war Musikproduzent, Gernot Deschert, der ist auch ein ganz bekannter Saxophonist,
Das ist ein krasser Typ auf jeden Fall und der hat ein Studio zu Hause gehabt, der hat Aufnahmen gemacht und der hat mir so die ersten, beziehungsweise ich habe ihn dazu gebracht, überhaupt Hip-Hop zu machen, weil er eine ganz andere Richtung, der ist halt Musiker. Wir haben uns da kennengelernt und dann hat er gesagt, ja, komm mal vorbei ins Studio und dann habe ich ihm einfach mal so ein paar Ami-Sachen gezeigt, die mir gefallen, Beats, in welche Richtung das gehen soll. Und ja, so kam das zustande. Da haben wir das erste Don Vito Album aufgenommen. Geil. Ja. Ja. Die Botschaft, so hieß das Ding. Und der hat die ganzen Beats produziert. Ja. Das Ding ist, weißt du, die gibt es gar nicht mehr zu hören, richtig? Also wenn du kannst, das kannst du auf YouTube nicht mehr suchen. So, es gibt es gar nicht mehr. Ja. Und es ist ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Lass mal hoch auf YouTube. Das ist bestimmt. Ich müsste mal gucken. Ja. Das sind ganz, ganz krasse Sachen auf jeden Fall. Also so hat es angefangen. Also hast du dann so tatsächlich so ein Lied nach dem anderen geschrieben gehabt und das ihm dann gegeben und er hat dann darauf ein Beat produziert? Oder? Nee, er hat die Beats produziert. Ich hab ihn so von Eazy-E irgendwie einen Track gezeigt und so in diese Richtung und er hat den Beat einfach nachproduziert. Ah, okay. Also nicht 1:1 kopiert, sondern der hat einfach so, okay, in diese Richtung, BPM-Zahl, diese Geschwindigkeit so und diesen Flash einfach so, dass er einfach inspiriert wird, dass er es fühlt. Und dann hat er den Beat gehabt, hat gemeint, hier, ich habe 1, 2, 3 Beats gemacht, nehmen sie mit nach Hause und dann habe ich zu Hause angefangen zu schreiben. Dann bin ich zu ihm ins Studio gegangen und dann habe ich aufgenommen. Ja. So ist es entstanden. Und dann warst du ja bei Bodensee Records, habe ich gesehen. Dann war und ich bei Bodensee da Records. Da hat jemand aber auch wirklich Geld reingesteckt in dich. Ne? Richtig, und das Ding ist... Weil dieses Hustler-Video, das habe ich mir dann auch angeguckt, da für damalige Verhältnisse... Ja, das war ein brutales Ding. Ja. Das war schon ein geiles Video mit dem Zusammenschnitt. Ja, das war viel Geld, das war auch eine coole Produktion, auch das ganze Album, sage ich dir ganz ehrlich, ist einer meiner stärksten Alben und zu der Zeit auch eigentlich krass, aber ich hatte das Pech gehabt, Bodensee hat Insolvenz gemeldet und leider ist alles ein bisschen, da war niemand mehr so greifbar gewesen, weißt du, du konntest niemanden zur Rechenschaft ziehen, jeder hat die Hände hoch, ich habe nichts damit zu tun, da, dies, das, so, da ist... Aber darf ich fragen, also rein von der Örtlichkeit, weil du aus Frankfurt bist, war da nicht eigentlich naheliegend, dass du bei 3P unter Vertrag gehst? Oder? Nee, das Puppenspielalbum, das war nach und dann kam V, das lief über den Verlag von 3P. Aha. Ah, okay. Genau. Das war kein Major-Vertrag, jetzt über Moses, sondern das war der Vertrieb. Und, jetzt haltet euch fest, wir haben auch Insolvenz gemeldet. Also böse Zungen würden behaupten, das hat was mit dir zu tun. Keine Ahnung, ich glaube es nicht, aber so langsam nehme ich es auch an. So was. Das ist schon krass, ja. Mist, ja. Richtig, richtig, richtig mies. Buongiorno. 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 Ciao. Buonasera. Buonasera. Hast du denn irgendwie jetzt aktuelle Projekte? Ich habe jetzt aktuelle Projekte. Demnächst wird auch eine neue Single erscheinen. Ah, okay. Ja. Wie heißt die? Lade nach Part 2. Lade nach Part 2. Ich glaube, zu der Zeit, wenn der Podcast kommt, ist der Song schon draußen. Oh, das wäre natürlich ideal. Ja. Schick uns mal ein paar Materialien. Ja, gerne. Dann kann ich das jetzt an dieser Stelle reinmachen. Monotone, quand les personnes ça rigole avec le petit de colle. Lade nach, lade nach, lade nach, schieß. Vito Vendetta, dieser Rächer, niemand ist besser, flieg. Wieder zu Loco, Batita. Cool, willst du noch irgendwelche Shoutouts sagen oder irgendwie für deine Instagram-Seite werben, Webseite werben? Ja, checkt auf jeden Fall meine Instagram-Seite, Vito Vendetta, meine Facebook-Seite. Auf TikTok könnt ihr mich jetzt auch abchecken. Und natürlich meinen YouTube-Channel unbedingt abonnieren. Ja, da seid ihr immer up to date, was rauskommt. Und natürlich auch hier Podcast. Wir reden die Welt. Wir reden die Welt. Nicht vergessen, auf jeden Fall auch abonnieren und immer up to date sein, was hier abgeht und welche Gäste hier am Start sind. Hört lieber auf ihn. Ja, genau, richtig. Vito Sonst Vendetta. Komm ich vorbei. Vito Vendetta eingeben auf Spotify. Direkt unbedingt, anhören. Unbedingt. Was machst du jetzt so? Was bewegt deinen Alltag? Ja, der Sport, die Musik. Welcher Sport ist es denn? Boxen. Ich bin Profiboxer. Profiboxer. Ja. Du hast eine unglaubliche Bilanz, gell?
Ja, ich bin da sehr bescheiden. Ja. Man boxt sich so durch. Ja, man boxt sich so von durch. Von Gegner zu Gegner. Im Sinne des Wortes. Man boxt sich genau, durch richtig, die Gegner ja. durch. Ja, genau. Genau, ja. Ja, aber ich, Boxen mache ich ja eigentlich schon mein halbes Leben so. Ja. Ich habe mit 8 Jahren angefangen zu boxen. Ja, so, das ist so aber mehr als ein halbes Leben. Ja, ja, da habe ich angefangen zu boxen. Ich war in der 3. Klasse, aber mit 11 habe ich erst meinen ersten Kampf bestritten, weil ich war immer zu leicht. Mhm. Ich habe nie einen Gegner gehabt. Mit 11 habe ich meinen ersten Kampf bestritten. Und mit 13 oder 14 wurde ich das erste Mal Hessenmeister. Oh, und im wow. nachfolgenden Jahr wurde ich nochmal Hessenmeister, dann wurde ich Südwestdeutscher Meister und habe im Amateurbereich, glaube ja, so 12, 13 Jahre geboxt und dann bin ich ins MMA rübergegangen. Habe auch Kämpfe bestritten, okay, ja, habe auch im Käfig gekämpft, auch eine große Veranstaltung. Hier in Mannheim, Gorilla Fights hieß es. Mhm. Damals hat auch der Daniel Weichel bei mir mitgekämpft und der Franco Ortega, also waren schon ein paar Namen dabei. Es war so ganz am Anfang. Die Bravo hat mich damals begleitet. Die Bravo. Krass. Ich gab es ja einen riesen Artikel in der Bravo. Ja. Die haben mich da begleitet, ja. So Rapper, Boxer. Genau, nicht Boxer, sondern MMA-Kämpfer, Cagefighter, Vito Vendetta, live jetzt hier und in Mannheim beim Gorilla Fight. Alter, Bravo, Alter. Ja, das war geil, das war schon. Ja, was war das für eine Veranstaltung? Das war eigentlich eine der größten Veranstaltungen hier in Deutschland. So. Okay. Ja. Also es ging um Titel auch wahrscheinlich, oder was? Nee, das waren 5 Kämpfer aus England, 5 Kämpfer aus Frankreich und 5, wir waren ein Team hier in Deutschland. Okay. Wie viele MMA-Kämpfe hast du gemacht? 5. 5? 5 MMA-Kämpfe, okay. Ja. Krass, krass. Weil wir haben ja auch einen Frankfurter Lokalhelden, der ganz gut ist im MMA, ne? Max Koger. Der Max, ja, der ist sehr, sehr stark. Auch der Eckeling ist auch stark. Der hat auch bald jetzt einen Kampf. Ich glaube, der kämpft jetzt auch im April, glaube ich. Ja. Und hast du jetzt so demnächst auch wieder einen Kampf anstehen? Es ist jetzt gerade was, steht jetzt gerade was an, wir sind am Verhandeln und kann sein, dass jetzt demnächst jetzt was am Start ist. Ja. Cool. Und es ist auch gar nicht so weit, soweit ich mitbekommen habe. Ist jetzt doch hier in der Nähe. Ehrlich? Ja, ja. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Ja, mach das auf jeden Fall, wir kommen auf jeden Fall. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall noch bekannt geben. Ich will euch jetzt nicht zu viel erzählen, so, weil nachher kommt es doch nicht zustande und so. Aber es wird auf jeden Fall hier, weil beim letzten Mal sollte es Köln sein, aber irgendwie hat sich das doch jetzt hier in die Umgebung versetzt. Ist auf jeden Fall in Hessen. Das ist auf jeden Fall in Hessen. Ja. Cool. Also, noch hinkriegen. Wenn es soweit ist, dann sagst du uns Bescheid. Gerne, auf jeden Fall. Dann teilen wir das auch bei uns und so weiter. So, das wäre schon ziemlich geil. Ja, das ist cool. Ini und ich, wir hatten ja so ein kleines Format, und zwar Deutschland gegen Korea. Ja? Mhm. Und du bist ja so ein waschechter Italiener. Sì, certo. Vaffanculo, parla, dai. Spara, dai. Und jetzt ist so die Frage, wenn du dein Leben so mal so Revue passieren lässt, ja, was sind so coole Sachen, wo du denkst, das ist so italienisch, und was sind so coole Sachen an dir, die sind so deutsch? An mir persönlich meinst du? Ja, egal alles. Also lass uns mal so dieses Deutsch-Koreanisch, und wir kommen dann nämlich auch dazu zu sprechen, was ist cooler, Italienisch oder Koreanisch dann zu sprechen. Und da können wir uns von mir aus eine Schlammschlacht... Da war doch irgendwas mit Italien und Korea. Ja, auch, aber da komme ich auch später dazu. Wir können uns auch nochmal darüber echt eine Schlammschlacht liefern, welches Essen besser ist, koreanisches oder italienisches. Weil ich weiß, italienisches Essen, ja, die Italiener sind auch stolz, was Essen angeht. Ja, wir haben eine krasse Esskultur auf jeden Fall. Ja, wir auch. Die Leute denken Pizza und Pasta, aber... Ja, wir auch. Ja, ihr habt auch, guck mal, absolut, ich bin gar nicht dagegen. Also koreanische Küche ist brutal. Ich liebe asiatische Küche, ja. Die ist sehr vielfältig, ja, ja. und gesund. Die italienische, meinst du? Nein, die koreanische. Ja, deswegen. Ich feiere die koreanische Küche. Aber zuerst zu dir. Was ist an dir italienisch, was ist an dir deutsch? Also italienisch ist an mir, ich glaube, mein Temperament, meine Mentalität. Und die Körpergröße. Du weißt schon, dass ich der Kleinste in der Familie bin. Fuck you, alle. Mann, ich krieg dich. Als ob ihr zwei Riesen seid, alle. Du möchtest gern 1,90 Meter. Erzählt der 2 Zentimeter größer ist als ich, weißt du? Weißt du, wenn hier so ein Riese stehen würde. Aber gut, den lasse ich durch. 1-0 für dich, kein Problem.
So ich wie hab, 2002. Ich habe Sparringshandschuhe im Kopfschutz. Wir können ja ein bisschen Sparring machen. Also wie gesagt, Temperament, meine Einstellung, die Mentalität teilweise auch. Guten Geschmack. Und Das ist alles so da die italienische Seite, meinst du? Das ist so die italienische Seite, ja. Und was ist so deine deutsche Seite? Das Unpünktliche ist auch italienisch. Also. Ich bin sehr, sehr unpünktlich. Ich hätte eigentlich gedacht, du wärst ein pünktlicher Mensch, weil heute war es auch pünktlich. Das stimmt. Nee, ich bin eigentlich nicht so pünktlich. Nee? Ja. Da können wir uns glücklich machen. Plus, minus, ja. Okay. Die deutsche Seite ist, glaube ich, so diese strukturierte, so, weißt du? Ah, bist du so ein strukturierter Mensch? Ja, ich bin schon ein strukturierter Mensch, auf jeden Fall. Dein Auto ist deutsch, habe ich gesehen. Immer. Ja. Ich bin noch nie Italiener gefahren. Ja? Nein, okay. Deutsches Auto ist für mich das beste Auto. Okay. Ja. Ich bin immer nur deutsches Auto gefahren. Strebsam, fleißig. Ich bin auch sehr diszipliniert, muss ich sagen, aber das hat, glaube ich, mit Deutsch nichts zu tun. Das ist einfach. Ich habe früh angefangen mit Sport, habe ich ja gerade erwähnt. Ja, und da lernt man viel an Disziplin und ich glaube, ungeduldig ist auch deutsch. Ich glaube, die Deutschen sind nicht so geduldig, oder? Also ich kenne das von Korea. Ungeduldig. Ich auch. Deutsche sind ungeduldig? Ich weiß gar nicht. Ich kann geduldig sein, aber ich bin auch manchmal sehr, sehr ungeduldig. Also wenn ich mir überlege... Im Sinne von Pünktlichkeit, ja. Weil Deutsche sind pünktlich, sind sie nicht gewohnt zu warten. Aber das meine ich. Aber auf der anderen Seite ist, wenn du zum Beispiel einen Arzttermin machst, geben sie dir erst in 6 Wochen was und dann warten die geduldig auf den Arzttermin. Das stimmt auch. Ist krass. Aber wenn du Privatpatient bist, kriegst du gleich einen Termin. Aber du bist ungeduldig und das kategorisierst du eher nicht als in die italienische Ecke. Nicht als Italiener, weil der Italiener weiß genau, okay, heute habe ich keine Zeit, komm morgen. So, okay, alles klar, komme ich morgen. Weiß ich, ein bisschen spät, bisschen dies und das, weißt du. Ja. Die Lebensqualität ist auch ein bisschen anders. So. In Italien. Ja, Italien hat ja auch viele Strände und so, viel Sonne. Wie gesagt, Deutschland ist ja auch schon cool, so die Infrastruktur und alles funktioniert und dieses Disziplin und alles strukturiert und gerade. Alles cool, aber den Preis, den du dafür zahlst, ist auch sehr hoch, finde ich. Ja. Mhm, du hast hier die Lebensqualität einfach nicht. Ja. Du hast das Ambiente. Es gibt schöne ländliche Sachen in Deutschland, auf jeden Fall richtig geil. Mag ich auch. Ich mag auch die... deutschbürgerliche Küche mag ich auch, Klöße, Rotkraut und so, schönen Braten, weißt du, liebe ich auch, mag ich sehr, aber ich mag in Deutschland so jeder zweite Polizist irgendwie. Kennst du das? Kennt ihr das? So der Nachbar, der aus dem Fenster guckt, meinst du? Wenn du parkst, dann kommt gleich, hier kannst du nicht parken. Der Hund da hinten hingeschissen, der Hund kann da nicht hinkommen, das musst du wegmachen. So jeder, ich habe das Gefühl, dass ich immer beobachtet werde, egal wo ich bin. Nachbarschaftspolizist, ja. Ja, Polizisten. Das ist so jeder zweite so. Aber das sind so viele, ich weiß nicht genau, aber das, den hat jeder im Haus, ne? Also so. Ich habe den nicht im Haus, ich hab den im Nacken. Jetzt mal ohne Schatz. Ich wenn ich aus dem Auto aussteige, ich muss mich erst 10 Mal umgucken. So. Ja, okay. Dass da keiner irgendwie guckt, dass ich da irgendwie was Falsches gemacht habe. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich richtig geparkt? Habe ich das gemacht? So, jeder achtet so, sie können das nicht, das dürfen nicht. Alter, was ist los? Und das ist in Italien nicht so? Nein. Bist du eher südlich oder nördlich Italien? Im Süden bin ich. Am Absatz vom Stiefel, Apulien. Ah, okay. Ja. Okay. Kannst du gut essen, schöne Strände. Was ist da so eine Spezialität? Spezialität sind Orecchie. Chietti, Cucine de Rep e a Salciccia. Okay, und jetzt, was ist das? Jetzt mal auf Deutsch. Orecchietti sind so Nudeln, die sehen wie so aus, so wie so kleine Öhrchen, weißt du? Sehr lecker. Und Salciccia ist wie so eine... Wurst, das ist eine Wurst. Wie so eine Wurst. Genau, richtig. Und Rapa, was ist das, ist so ein grünes Gemüse. Ich weiß nicht, wie die auf... Die heißen, glaube ich, auch Rapa auf Deutsch, ich weiß es nicht. So Grünkohl-mäßig, oder? Ja, nicht Grünkohl, aber es ist grün. Ja. So wie Pak Choi so mäßig, weißt du? Okay. Aber es schmeckt einfach geil. Ja, davon. Und wie isst man das? So gebraten? Zusammen. Nee, du machst es in einer Padelle, also im Ofen, in einer Pfanne. Ja. Diese Dings, also Salciccia. Ja. Und die Rape auch, die kochst du, die kannst du auch nochmal schön in der Pfanne so ein bisschen. Okay. Und dann machst du die so ein paar Tomaten rein, weißt du? Also keine klassische Tomatensoße. Mit den Öhrchen. Genau, und dann mixst du das zusammen, bisschen Olivenöl, Parmesan und so. Ah, okay. Sehr, sehr lecker. Also ich sag mal so, ich brauche, glaube ich, gar nicht fragen, weil ich die Antwort weiß.
Okay, fragen tue ich trotzdem. Die Küche Italien gegen Deutschland. Wer gewinnt? Italien. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Nein, ist so. Ist würde so. Ich auch sagen. Ja, würde ich ist auch sagen. So, ist wie, so. Du würdest sagen, Italien gewinnt? Gegen Deutschland, ja. Ah, gegen Deutschland. Ja, ja, ja. Okay. Warum, was sollst du sagen? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich habe jetzt gerade verstanden. Ja. Korea. Also, okay. Das ist nämlich, was anderes. Ja, ja, das ist was anderes. Ja, genau. Aber was Deutschland, heißt, ja, du hast recht. Nee, nee, du hast recht. Was, Korea? Nee, nee, nee. Ja, Korea gewinnt natürlich gegen Italien. Das ist doch keine Frage. Also ich glaube, ich habe ja nicht alles Koreanische probiert. Ja. So, ja. Also nee, guck mal, ist ganz klar, die italienische Küche ist die bekannteste auf der ganzen Welt. Aber jeder, auch sehr vielfältig, ne? Ja, jeder kennt die italienische Küche. So, ja. Ja, aber, und ich sage jetzt halt, jeder kennt Pizza und Pasta, das meine ich halt. Ne? Jeder kennt italienische Küche. Nicht jeder kennt koreanische Küche. Ja? Das stimmt. Also deswegen geht der Punkt an Italien, weil Italien einfach jeder kennt es. Ja, ja, aber ich muss auch dazu sagen, guck mal, zum Beispiel, viele wissen ja, Sushi kommt aus Japan. Ja. Ja. So, aber bei uns, da wo ich herkomme, jede Region hat ja auch sein Ding. Bari ist bekannt auch für seinen rohen Fisch. Aha. Weißt du, wie das ist? Siehste? Wie wird das gegessen? Ceviche, meinst du, so mit Zitrone? Genau, zum Beispiel Muscheln oder Oktopus, ne? Also Pulpo. Roh, echt? Ja, roh, natürlich. Der zappelt sogar noch so halb, weiß ich mal. Wirklich? Das haben wir nämlich auch. Ja. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Ja, der wird roh, der wird auf dem Boden, wird der platt gemacht, so weiß ich meine, damit er schön weich wird, so weißt du. Ja. Machst du ein bisschen Zitrone, Salz und dann isst er den roh. Ja. So, also wir haben auch rohen Fisch bei uns, ne? Aber die Pasta kommt aus China, das weißt du. Ja, aber wir haben... Die hat ja Marco Polo mitgebracht, aus China. Ja, aber wir haben es ja weiterentwickelt. Verstehst du? Okay. Wir haben es ja. Ich meine, guck mal, die Griechen haben ja Sex erfunden. Hm. Aber wir Italiener haben es mit den Frauen gemacht. Verstehst du? So. Verstehst du? So. Verstehst du? Ist ja auch so ein Ding, ja. Man kann ja etwas erfinden, aber wie man. Welchen man Weg kann man besser, ja. So ist es, ja. Ich bin ja aufgewachsen in einem koreanischen Haushalt, ja. Und ich kannte ja nur koreanisches Essen. Und ich weiß noch ganz genau, ich war, glaube ich, 5 oder 6 und ich war zum Geburtstag bei einem Freund und da gab es Pizza und ich habe zum ersten Mal Pizza gegessen. Und? Ja. Ich habe es gegessen und mir ging so, wow. Was ist das? Oh, was ist das? Ey, aber danach, an dem Tag, habe ich davon gekotzt. Weil... Laktose. Nee, auch das, aber ich bin nicht laktoseintolerant, aber ich habe den Weizen nicht vertragen. Ich habe hab in der Menge Weizen nicht vertragen. Okay. Einfach, und deswegen habe ich das ausgekotzt. Krass. Aber das war das erste Mal, dass ich von Pizza gekotzt habe und das letzte Mal. Danach hast du noch Pizza. Danach habe ich immer nur noch Pizza gegessen. Obwohl, warte mal, als ich betrunken war, habe ich bestimmt mal von Pizza auch gegessen. Aber nicht wegen der Pizza. Aber nicht wegen der Pizza, sondern wegen dem Alkohol. Damals wegen dem Alkohol. Aber ey, seitdem liebe ich Pizza, weil auch dieser Moment, wo ich es erstmal gegessen habe, das waren neue Geschmäcker für mich. Ich so, boah, was ist das? Ja, andere. Und ich habe so viel gegessen, dass ich davon kotzen musste. Weiß ich mal. Das weiß ich mir auf, in was ein Geschmack. Ja, genau. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich bin in so einem koreanischen Haushalt aufgewachsen. Ne? Du bist ja auch in einem italienischen Haushalt aufgewachsen. Richtig. Mit richtig alles italienisch. Alles. Ja, habt ihr auch so... Meine Mutter hat aber auch mal Gulasch gemacht und sowas. Die hat auch mal Braten gemacht und sowas. Fernab vom Essen. Ja. Bist du auch italienisch erzogen worden? Ja, absolut. Ja, wo sind da so ein bisschen so die Unterschiede, die du siehst? Die Unterschiede sind... Die Mentalität, die Einstellung, Respekt den Älteren gegenüber, auf jeden Fall immer höflich sein, weißt du, ich meine, Benehmen, weißt du, ich meine, wenn wir irgendwo als Gast gekommen sind, weißt du, fass das nicht an, geh nicht dahin, dies, das, weißt du, ich meine, immer von vornherein gleich alles abgecheckt, weißt du, das war... Komm nicht mit leeren Händen. Ja, wenn immer was bringen, dies, das war immer so... Das ist so Standard gewesen, weißt du, ich meine, so sind wir groß geworden und Respekt ist schon an erster Stelle auf jeden Fall. Ja. Findest du, dass quasi in der deutschen Erziehung weniger Respekt beigebracht wird? Das will ich nicht unbedingt sagen, ja, will ich nicht unbedingt, aber ich glaube, die gehen anders da damit um. Mhm. Also ich habe Freunde gehabt, der hat seinen Vater Peter genannt. Ja, Alter. Ja. Stimmt. Ja, ich habe ihn gefragt, ist das dein richtiger Vater so? Er meinte, wieso nennst du ihn Peter? Ja, das ist der Peter. Sag ich, okay, krass, Alter. Wenn ich meinen Vater Antonio genannt hätte, der hätte mir eine Schelle gegeben. Antonio, komm mal her, Alter. Was ist los, Alter? Ich sag, Alter, bin ich dein Freund oder was? Ja. So, das geht bei gar mir nicht, auch, ey. So, ich war geschockt. Habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt. Ich war zum Übernachten bei einem Kollegen. Ne? Ja. Und da am nächsten Tag am Frühstückstisch sagte der Vater so, hi, ich bin der Manfred. Mhm. So,
schön, Sie kennenzulernen, Herr Schmidt, habe ich dann gesagt. So, ja, genau. Dann meinte er so, nee, nicht Herr Schmidt, ich bin der Manfred. So, nenn mich bitte auch Manfred. Ja. Ja. Und gute Money. Mir ist das so schwer gefallen. Yeah. Mir ist das so schwer gefallen. Yeah. Ich den, glaub, duzen ich, und dieses Ganze. Ja, ich hab den nicht angesprochen einfach. Ja. Den ganzen Entschuldigung, kann ich... Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist dir unangenehm, weil du es einfach nicht kennst. Und ich weiß auch, bei uns war auch immer so, wenn du zu uns nach Hause kommst, immer Schuhe ausziehen. Ja. Ist auch so ein Thema. Ist bei uns auch so. Ja. Ganz normal, ja. Schuhe ausziehen und so. Und bei deutschen Freunden, nee, ich habe immer gesagt, Schuhe an, lass die Schuhe an. Komm, lass die Schuhe an. So, okay. Ja. Ich habe die vor der Tür trotzdem ausgezogen. Mir war das echt unangenehm. Ja. Aber das hat ja nichts mit Respekt zu tun. Nee, das ist ja eher so. Ist, ich glaube, die Mentalität. Ja. Genau, genau. Die, und ich glaube auch, bei den Deutschen ist ja eher so, ist es eher so flachere Hierarchien, so, ja? Ja. In der koreanischen Kultur, in der italienischen Kultur ist halt eher so, ey, so Respekt vor den Älteren so, und dann geht's runter. Ja. Und in Deutschland hat sich das so ein bisschen etabliert, dass halt alles so ein bisschen flacher gleich, ist. Ja? Gleich ist, ja. Wenn der Vater nicht da ist, der ältere Bruder hat so das Sagen, weißt du, ich meine, so ein bisschen immer so die ältere Generation, da muss man immer ein bisschen, oder der Onkel ist da und dann, wenn keiner da ist, musst du auf den Onkel hören oder auf den hören, ja, und hier ist halt so, ist mir scheißegal, ist mein Onkel, ich höre gar nicht auf den oder ist mein Bruder, fick dich. So. Ich bin auch dein Bruder, du kannst auch auf mich hören, nur weil du 2 Jahre älter bist. Ja. So, das ist so ein bisschen, ja, das stimmt schon, ja. 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 Ey, aber jetzt mal ganz kurz, bist du Fußballfan? Ich habe eine Mannschaft oder zwei, ja, aber ich bin kein kranker Fan. So, okay, wenn meine Mannschaft verliert, verliert sie und ich bin kein Extremist. So, weißt du? Wusstest du, dass Korea gegen Italien... Ich wusste, dass Italien. Du das jetzt ansprechen musst. Fuck you, und ich war richtig abgefuckt. Ich sag's euch. 2002. Ja, 2002. Die WM war das. Ja, ja, ja. Oh, ja, genau. Die WM war das. Ja. Die WM war das. Ich habe an der Bar gearbeitet. Ja. Wir haben Bildschirm gehabt. Ja. Und das war draußen im Sommer. Ja. Und da waren ungefähr 50 Leute und alle waren für Korea. Ehrlich? Die ganzen Deutschen, die ganzen... Also keine Koreaner, sondern... Nein, das waren Deutsche. Ah, die waren okay. Alle für Korea. Ich habe das nicht verstanden. Zu Recht, finde ich. Ja. Nee, weil die Deutschen die Italiener immer hassen im Fußball. Es ist einfach so. Die hassen die Italiener im Fußball. Ja. Ich weiß nicht warum. Die gehen gern zum Italiener essen, die fahren gern nach Italien, aber wenn es um Fußball geht, hassen die Deutschen die Italiener. Ist so, weil wir einfach besser sind. Ist so. Besser aussehen, die besseren Trikots haben. Und es ist einfach so. Und Deutschland hat nie gegen Italien gewonnen. Ich glaube, jetzt das erste Mal vor 40 Jahren. Ich glaube, das liegt aber auch eher daran, dass die denken, gegen Korea haben wir es leichter als gegen Italien. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich auch eins der Gründe. Aber ich muss sagen, ihr habt uns beschissen. Warum? Okay? Ja, weil das war fake. Ihr habt uns ein Tor nicht gegeben, dann Elfmeter habt ihr uns nicht gegeben. Ich kann mich noch erinnern, irgendwas. Gegen Spanien. Und Spanien habt ihr dann auch beschissen. Die Spanier haben über uns gelacht und die wurden auch von euch geballert. Ja. Aber soll ich schon mal sagen, guck mal, ich hatte auch diese Diskussion mit einem italienischen Kumpel von mir, der hat auch gemeint, das Spiel war geschoben, wie auch immer. War geschoben. Das Tor für Italien hat damals Christian Vieri geschossen. Ja. Der hat geköpft beim Eck. Ja. Der hat vorher hundertprozentig gefoult. Der hat den Abwehrspieler, schubst er von hinten richtig in den Rücken und kommt dann frei zum Kopfball. Guck mal, der Koreaner war 1,60 Meter groß, Vieri ist ein Mutant gewesen. Also so groß wie der du, hat oder? Den, genau, so groß wie ich. Der hat den, ein bisschen kleiner. Der hat den, was soll er mal, das ist Körpereinsatz. Wenn der Koreaner einfach nicht diese Stabilität hat, ja, und umfällt wie ein Mädchen, hey, guck mal, dann ist das faul. Blende das Video ein bei diesem Podcast. Blende. Can get near it, the goalkeeper. Vieri using his weight. His shirt was pulled. Und Totti war auch irgendwas gewesen. Der ist frei aufs Tor zugelaufen, hat nicht getroffen. Nein, das stimmt. Immer. Doch, doch, doch. Der hat voll daneben gesammelt. Hey Mann, ja, ey, Italien hat. Ich kann mich nicht mehr gucken. Ohne Scheiß. Guck mal, das habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt. Ey, du sagst verpfiffen, aber Italien hatte, glaube ich, in dem Spiel 300-400-prozentige. Und die haben es nicht gemacht. Ja, und wir hatten... Okay, ganz kurz, stopp. Ich muss das Spiel nochmal sehen. Ich werde mir das Spiel nochmal angucken. Ja. Und dann diskutieren wir nochmal darüber. Ja. Okay. mit oder ohne Boxhandschuhe. Ey, aber das weißt du, ganz normal. Dazu ist mir eine Story, pass auf. Wir waren, glaube ich, dieses Spiel gucken, ja, und wir sind ja Asiaten, man sieht uns wahrscheinlich nicht an, dass wir Koreaner sind, aber wir waren auf jeden Fall die Spiel gucken. Ich meine, wir waren wahrscheinlich auch selber dumm. Wir wollten nämlich, nachdem wir das Spiel gesehen haben, haben wir so ein bisschen gechillt und so, keine Ahnung, in der Bar noch Bierchen getrunken, was weiß ich was, und dann wollten wir ein Eis essen gehen. Wir sind nicht bedient worden. Ohne Witz, ey. Ja, das, ohne. Ist krass. Das ist krass. Hey, da gab es auch einen koreanischen Spieler, der hat bei Perugia gespielt.
Das weiß ich gar nicht. Ja, und der hat das goldene Tor geschossen gegen Italien. Oh. Weißt du, was sie gemacht haben? Die haben ihn entlassen. Die haben den aus der Liga gekickt. Krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist hart, oder? Das ist krass, ja, das ist schon krass. Das ist schon rassistisch auf jeden Fall. Rassistisch. Nein, sagen wir mal nicht rassistisch, aber schlechte Verlierer. Das stimmt. Hammerhart. Also wer ist ein guter Verlierer? Nein, ich sag ja, nein, um Gottes Willen, aber das ist schon Next Level, ey. Guck mal, das ist schon hart, das geht gar nicht. Also, was ich erwartet hätte, ist natürlich, man kann ihn auspfeifen, wenn er dann ins Stadion kommt. Ja, ist, aber genau, so, macht man ja. Aber so rauszuwerfen ist schon hart. Nee, das ist schon echt hart, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Das ist krass. Das war halt, ja, natürlich kriegt man das nicht mit. Die Deutschen haben es auch nicht mitgekriegt. Wir kriegen es mit, weil es groß in der koreanischen Zeitung stand. Ist ja auch krank. Das sind ja diese kranken Fans, die auch, weißt, nicht nur Fans, aber ich meine, im Fußball gibt es auch viele kranke Leute. Guck mal, damals als Baggio und Baresi vorbeigeschossen haben. Ja, ich glaub, das 94 war. Genau, da haben sie doch vom Baresi die Hunde vergiftet und so einen Scheiß. Oh, ehrlich? Ja, das war auch okay, in der Zeit. Krass. Okay, krass. Und guck mal, als Deutschland Italien im Halbfinale war, ne? Hier 2006 die WM. Ja. Da hat ja die Bild-Zeitung, ich hätte gern die Bild-Zeitung behalten, ich Idiot, hab's nicht weggeschmissen. Auf der Titelseite haben die eine Pizza gemalt, war eine Pizza und da waren die Köpfe von unseren Spielern drauf. Alle. Heute gibt's Pizza dies, das. Heute werden die Italiener gefuttert. Aha. Aber am Ende hast du ja gesehen, wer wen gefuttert hat. Ja! Fabio Grosso! Und sogar Weltmeister geworden. Hier in Deutschland. Es war für mich die geilste WM. Nicht nur, weil wir Weltmeister geworden sind, aber auch die Atmosphäre. Es war schon. Ja, weil das war ja eigentlich Payback, weil 1990 ist ja Deutschland in Italien Weltmeister geworden. Genau, richtig. Ja, eigentlich krass. Richtig. Ja. Und wir haben ja in Italien gefeiert, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Wirklich. Weil die Argentinier uns herausgeschossen haben. Die haben alle Raketen geschmissen, als Deutschland Weltmeister wurde. Richtig krass. Ja. Okay. Ja, aber ich guck mal, ich glaube, im Fußball, keiner mag Deutschland im Fußball, in Europa. Guck mal, Deutschland hat eine Rivalität gegen Holland, gegen Frankreich, England, gegen Italien, gegen alle. Ja. Alle sind gegen Deutschland irgendwie. Ich weiß es nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil Deutschland so gut ist. Naja, ich bitte dich. Alle haben Angst vor Deutschland. Wirklich. Ja, weißt du warum? Weil die Deutschen spielen ja eigentlich guten Fußball. Ja. Ja, die sind ja strukturiert, wie wir es vorhin eben hatten. Ja, die sind ja strategisch, so dieses typisch Deutsch halt, weißt du, die planen alles durch, die gucken sich jeden Spieler einzeln an, vom Gegner, was hat er gestern gemacht, was hat er gegessen, hat er das gemacht, weißt du, die checken alles, die sind so wirklich, die studieren die Gegner, ja, und so wollen sie natürlich dann, ist auch für den Gegner dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob das spielerisch was mit den Spielern einzeln zu tun hat oder das Spielerische bei den Deutschen oder eher so das Strategische, die so stark macht, weißt du? Ja, ich glaube einfach tatsächlich, weil Europa ist nun mal ein Kontinent mit super vielen Ländern, so, weißt du? Und jeder hat halt so eine Rivalität dem anderen gegenüber. Und ich meine, Deutschland ist nun mal das Land mit den meisten Nachbarländern, so, ja? Und Deutschland ist mittendrin, so, ja? Und das heißt, jeder, der angrenzt, ist schon mal ein krasser Rivale. So. Ja? Logisch. Und Italien grenzt noch nicht mal an und trotzdem ist da immer so dieses, ich weiß nicht, ich schieb's darauf, Deutschland war immer so, ey, wenn Deutschland spielt, ist klar, wer gewinnt, so nach dem Motto. Und das, daher ist so diese Rivalität umso größer. Umso größer, also, glaube ich. Verstehe, was du meinst. Ja. Ja, also von damals meine ich jetzt. Ja. Dieses Jahr ist in Deutschland ist ja Europameisterschaft. Ja, aber ich bin gar nicht so. Nee, ganz ehrlich. Komischerweise, mich juckt das gerade. Ich habe auch aufgehört, so ein bisschen Nationalmannschaften, das interessiert voll, mich auch nicht mehr. Voll gar nicht. Ja. Weil, ich sage dir aber, ich kenne den Grund, weswegen. Warum? Es gibt einfach zu viel Fußball. Ja? Es gibt Europa League, es gibt Champions League, es gibt Nations League, es gibt Länder, es gibt Freundschaftsspiele, dann gibt es Europameisterschaften, dann gibt es Weltmeisterschaften, dann gibt es Afrika-Cup, dann gibt es... Ja, weil all diese ganzen, auch dieses Moderne, wieder alles so, was jetzt gerade abgeht, dieses Tolerieren und auch dieses Ganze jetzt mit politisch auch im Fußball rein, mit den Fahnen, mit Integration, jetzt was auch bei der WM war in Saudi-Arabien und so, die wollen wieder, dass die sich, dass die das akzeptieren und dass die das tolerieren und du bist in deren Land, musst doch dich auch da irgendwie orientieren und gucken und nicht dein Käse darüber bringen. Weißt du, wenn ich zu dir nach Hause komme, sage ich auch nicht, hier mal zu, mir gefällt der rote Teppich nicht, mach bitte die Wand blau und mach den
Tisch weg, so, weißt du, ich bin bei dir zu Hause, du entscheidest, wie es bei dir aussieht, so, weißt du, und wie man sich bei dir benimmt, so, das sollte man auch so ein bisschen respektieren. Ja, respektieren. Ja, und auch dieses Ganze, der Fußball hat ja früher davon gelebt, von falschen Entscheidungen, weißt du, jetzt mit diesen Videobeweisen und diesen ganzen Konstellationen, die da stattfinden, und der Schiedsrichter entscheidet selbst, ob er Videobeweis sehen will oder nicht. Letztens gab es auch irgendwas, der war ein klarer Elfmeter, aber der wollte es nicht sehen, so auf der Kamera. Ja? Der hat dann trotzdem dagegen entschieden oder dafür entschieden. Und das, finde ich, macht den Sport so ein bisschen kaputt. Ja, genau, weil ich glaube nämlich auch tatsächlich, gut, dass du es ansprichst, weil die Zahl der Fehlentscheidungen ist jetzt, glaube ich, nicht eklatant nach unten gegangen, dadurch, dass diesen Videobeweis. Richtig. Ja. Und ich finde, wie gesagt, der Sport hat ein bisschen davon gelebt, weißt du? So. Ja. Fußball ist ja ein sehr emotionaler Sport. So, ich meine, da schlagen sich die Leute, treffen sich. Gell, Maradona. Ja, genau, weißt du, ja. Das hätte es nie gegeben. Ja, ist ja egal, aber ist es, wie es ist, ja. Und die sind trotzdem, und das hat den Fußball auch nicht geschadet, sage ich jetzt mal, ja. Hey, so zum Abschluss. Stopp! Ja. Ich habe was für euch. Ah, okay. Ich habe was für euch. Ja. Guck mal. Oh, was ist das denn? Guck mal, das ist meine vorletzte Platte. Guck mal, meine vorletzte Platte, Puppenspiel, cool. Das sind geile Songs, das sind auch tiefe Songs, sehr, sehr, sehr persönliche Songs drauf. Das war die vorletzte Platte. Okay. Weil sehr die schön. Letzte Platte ist ja digital, ist ja jetzt alles digital. Das sind ja auch genau. So alte Werte, die verloren gegangen sind. CDs, weißt du? Ja. CDs richtig, früher hast du CD, bist du Hauptwache B-Ebene gegangen oder Bomb oben, hast CD gekauft. Früher hast du MTV Raps geguckt. Ja, geil, weißt du, ich meine, gab es ja kein YouTube, dann bist du in den Plattenladen gegangen, hast die CD, hast du gerade ein bisschen die S-Bahn rein, hast du aufgemacht, das Booklet auf, hast gelesen. Wer ist dabei? Das ist es. Alle. Früher Booklets gelesen. Ja. Geil, weil verstehst du, wer macht das? Die Leute kennen das heute gar nicht. Stimmt, was für Werte alle. Und zu Hause, Herzklopfen, geil, oh, welcher Track auf Kassette geht, so, weißt du? Auf Kassette kamen ja nur die brutalsten Tracks, so, weißt du? Ja. Im Walkman eingepackt, weißt du, in die Schule oder gefahren mit dem Bus. Oder fürs Auto, ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne so noch teilen möchtest oder so? Ja, was ich gerne teilen möchte, ist einfach so, was heutzutage so abgeht hier. Ja, es irgendwie kriegt es ja auch mit, die Welt hat sich komplett verändert. Also wenn ich jetzt vergleiche zu damals, ne, so diese alten Werte sind verloren gegangen. Es geht alles irgendwie nur noch in eine Richtung, ja, und das zu realisieren, was gerade passiert, ja, das fällt mir manchmal sehr schwer so, ja, weil ich immer noch so ein bisschen oldschool denke und auch noch diese Vergangenheit sehe, ja, und wie sich das jetzt verändert hat, das ist manchmal schwierig. Hast du so ein konkretes Beispiel, was du meinst? Ja, ich habe jetzt mit diesem ganzen Gendern zum Beispiel, da muss man ja zum Beispiel immer aufpassen, ja. Jeder ist jetzt, es ist auch die Zeit, ne? Jeder will gendern, jeder ist vegan, jeder ist Aktivist, weißt du, ich meine, jeder will dir irgendwas erzählen, das Rad neu erfinden, und das nervt mich einfach, ja. Du musst aufpassen, was du sagst, wie du es sagst, ja. Du musst für alles Verständnis aufbringen, aber keiner bringt für dich Verständnis auf, verstehst du, was ich meine? Jeder ist wichtig so, ja, aber was machen die Menschen? Wer seid ihr? Was ist das für eine Generation? Ja? Letztens habe ich ein krasses Beispiel, was ich jetzt erwähnen möchte, soll sich keiner angegriffen fühlen. Jeder kann ja machen, was er will. Aber diese Verwirrung, die stattfindet, ja, das ist, was mich so ein bisschen nervt. Ja? Damals vom Club war einer gewesen, ja, und habe ich gemeint, hier, pass auf, er macht heute die Veranstaltung, er ist Veranstalter und so. Und dann meinte er zu mir, hey, stopp, ich bin eine Sie. So, aber der hat so einen krassen Händedruck und auch so eine Stimme. So, also, denke ich mir, okay, das ist eine Sie, okay, alles klar, dann okay. Sie macht die Veranstaltung. Ja. Und wirklich nicht mal 5 Minuten später war Transvestit oder so verkleidet als Frau, ne? Richtig als Frau verkleidet. Ich muss ja auch immer aufpassen, wie ich das formuliere. Ja. Sorry, als Frau verkleidet und so. Und da habe ich gesagt, okay, aber es war ein Kerl halt, weißt du? Und dann war ich so, okay, dann sage ich, okay, sie macht die Gästeliste, so, weißt du? Und dann sagt er so, nee, ich bin er. Ich zieh mich gerne als Frau an. Dann denke ich, Alter, fick dich, Alter. Er ist eine sie ist eine er, Alter. Was ist denn los, Alter? Wie gesagt, ich will nicht niemandem zu nahe treten. Das nervt mich einfach. Man soll ja auch den anderen gegenüber Respekt erweisen, ja? Und das auch das tolerieren. Weil ich muss ja alles tolerieren, aber wer toleriert denn
meins. So, ja. Verstehst du? Und ja. Das ist das, was mich einfach, da rotiert mein Kopf. Und ich sag dir, diese Werte von früher, die sind nicht vielleicht ganz verloren gegangen, weil es gibt immer noch Menschen, die so denken wie ich, zu 100% oder wie wir, sage ich jetzt mal, die da dafür auch Verständnis aufbringen, wo du nicht gleich ein Rassist bist oder Extremist oder wie die das alle nennen, ja, oder Verschwörungstheoretiker, sondern das ist doch meine Meinung. Mhm. Was einen Wert hat das alles noch so, weißt du, wenn ich meine Meinung äußern darf, so wie gesagt. Ja, genau. Das ist das. Aber das habe ich ja letztens auch schon gesagt, so, ne? Ja. Letztens in der ich glaube Folge 14 oder sowas, sage ich, eine lange Zeit habe ich einfach gelebt mit meinen Werten und auf einmal sind sie falsch. Ja, genau. Und das Krasse ist, zum Beispiel mein Vater, zum Beispiel, der rafft das überhaupt nicht. Ich erzähle dir die Geschichte gerade nochmal. Wir haben so ein Formular zugeschickt bekommen, ja, und ich sollte quasi, meinem Vater nicht so gut Deutsch schreiben kann, sollte ich das ausfüllen. Und da war bei Geschlecht drei Kästchen. Das eine ist männlich, weiblich und divers. Und mein Vater wollte wissen, was ist das dritte Kästchen. Genau. Er hat es einfach partout nicht verstanden. Und er hat dann auch gesagt, verrückte Welt. Ja, ja, aber ist ja auch richtig. Aber ich verstehe es ja auch nicht. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst und nachvollziehen, wie du denkst. Ich glaube, die jüngere Generation wird jetzt sagen, weißt du was, du bist einfach alt und du verstehst es nicht. Eine Frage habe ich aber doch noch. Ja, bitte. Ja, ich habe einen Lieblingsasiaten jetzt. Jetzt weiß halt meinen Lieblingsasiaten. Alles gut, alles gut. Nee, aber wie nennen wir die Folge? Diese Folge hier, meinst du? Ja. Das ist eine gute Frage. Was habt ihr denn so im Plan gehabt? Bei uns ist immer so, der Gast hat den Vortritt, der Folge den Namen zu geben. Ja. Was wird denn passen jetzt so für die Themen, die wir jetzt gesprochen haben oder so, das komplette Ding? Lade nach, Vendetta. Vendetta ladet nach. Vendetta ladet nach. Nee, aber lade nach ist ja cool, weißt du, so wie lade hoch den Track oder hier den Podcast, weißt du auch. Das kann man ja dann individuell für sich dann entscheiden, weißt du. Ich finde ich gut, lade nach, wenn du das. Ja? Ja. Haben wir einen Titel? Cool. Ja, ja. Geil. Alles so, klar. Musst du klappen jetzt mit uns beiden. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Finito.